Holen wir uns das da. Super. Hier rechts sind die Pfeile, glaube ich, hingeflogen. Da sind sie. So, weg mit den altertümlichen. Bei Tana 9. Geht nicht. Na gut. So, hier unten gibt es gar nicht so viel. Außer ein paar Geistern. Schade. Gehen wir wieder. Da. Ach, Mann, mal. Ich wollte ja die Handschuhe ausziehen. Sind ja nur noch 4 Punkte. Ach, jetzt, da dürfte ich jetzt rein. Ich hoffe, hier sieht sie uns nicht. Sie backt in der Säule? Zeit für euch zu gehen. Mist. Bestehen wir den Priester. Hä, wo ist der hin? Nur noch der da vorne ist da. Wo ist der andere hin? Ist der etwa da unten rein? Nö. Da ist der. Der ist anscheinend hier raus und dann wieder rein. Warten wir mal eine Stunde. Ach, jetzt sind wir wieder beim Vampir geworden. Speichern. Silana Blandia, Heilerin der Kapelle von Leavin. Gepriesen seien die Neuen und alle Gläubigen. Okay. Wir werden sehen. Jetzt sehe ich nicht, ob sie was das mag oder nicht. Ich glaube, die beiden mag sie nicht. Ja, gut. Ja. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Wirklich? Das ist nicht... Was für ein Unsinn. Bemerkenswert. Leavin. Mögt ihr Heilung für eure Wunden und eure leidende Seele finden. In dieser Kapelle gibt es Frieden für alle, die ihn suchen. Okay. Lebt wohl. Lebt wohl. Die geht jetzt nicht wieder rein, oder? Oh nein. Noch mal eine Stunde warten. Gruß euch. Was habt ihr zu berichten? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der... Schönen Tag. Schönen Tag. Ach, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Schönen Tag. Schönen Tag. Bestunden haben wir ihn noch nicht. Aber jetzt können wir hier ungestört rein. Das nutzen wir aus. Und hoffen, sie kommen nicht allzu schnell wieder zurück. So, mal sehen. Gibt es hier irgendwas? Ach, wisst ihr was? Wir nehmen das einfach alles mit. Wir wissen jetzt, wer der Heiler hier in Leavin ist. Wir können das einfach, also einfach die Ritter der Neuen. Wir können das also alles einfach mitnehmen und dann bei ihm verkaufen. Das sind die Brote der Götter. Ah, Band 1 und 4. Sehr schön. Das sind Schüsseln in Schüsseln. Lol. Gut. Gehen wir jetzt da lang. Mal sehen, was wir hier noch alles finden. Götter und Kulte. Die Adabal A. Ob wir das schon gelesen haben, weiß ich gar nicht. Dann die andere Seite.
Sittes. Oh, Veränderung hat sich verbessert. Super. Und Band 7 haben wir hier noch. Okay, weiter. Letzter Raum. Sehr schön. Drei Gold sind hier noch. So, also zum Trinken haben die erstmal nichts mehr. Okay. Hey, Moment mal, ich habe einen Stufenaufstieg. Cool. Jetzt müssten wir nur noch ihn bestehlen, dann wären wir fertig. Shamada? Laden. Ja. Moment mal. Wie wär's, wenn ihr ein paar Tränke braucht? Er ist irgendwie weg. Schade. Na gut, speichern wir. Und gehen wir. Hey. Da ist sie. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Da ist er. Ihr seid. Hi. Ja, das ist er. Habt ihr gehört, wie Zrava sich über die Hunde in Jabaris Hof aufregt? Daji. Ich habe gehört. Versuchen wir es nochmal vorne einzubrechen. Mist. Na gut, dann gehen wir schlafen für einen Stufenaufstieg. So. Mal sehen. Mira, ach, rasten wir nur eine Stunde oder rasten wir bis zum Abend? Eine Stunde. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 37. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als hätte man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolgs selbst verdient habt. Natürlich holen wir uns den einen Punkt Glück. Glück beeinflusst alles, was sie tun, hat aber keinen Einfluss auf ihre Fertigkeiten. 86 Punkte, Leute. Am meisten kriegen wir bei Stärke. 3 Punkte. Beeinflusst, wie viel sie tragen können, ihre Ausdauer, ihre anfängliche Lebensenergie, den Schaden, den sie mit Nahkampfwaffen anrichten können. Zuständig für die Fertigkeiten stumpfe Waffen, Klingenwaffen und Nahkampf. Wunderbar. 93 Punkte. Ah, zusammen mit Geschicklichkeit sind wir da jetzt schon ziemlich weit. Am weitesten fast. So, und dann der Rest ist alles 2 plus 2. Wir haben also sehr gleichmäßig geskillt. Unsere Fertigkeiten verbessert. Am wenigsten hätten wir bei Intelligenz und Konstitution. Puh, was nehme ich denn da? Ich glaube, ich nehme Intelligenz. Oder doch Konstitution. Oh, das ist echt fies. Ach, ich nehme Intelligenz. Beeinflusst ihre allgemeine Magie und Magieanwendung. Zuständig für die Fertigkeiten Alchemie, Beschwörung und Mystik. 75 Punkte. Super! Wie viel wiegen wir? Ach, da geht ja noch was. Gute Nachrichten, Bürger. Auch gute Nachrichten. Wir versuchen jetzt nochmal da vorne, Leute. Immerhin ist jetzt eine Stunde vergangen. Ups. Ja! Da sitzt einer.
Oh Mist, er ist gerade reingekommen. Aber er spricht uns nicht an, das heißt, er hat unseren Diebstahl nicht bemerkt. Verdammt. Wir versuchen es später nochmal. Wir können immer wieder ein bisschen mehr stehlen. So, dann würde ich sagen, versuchen wir mal dieses Haus hier. Oder ist das... Ja genau, wir versuchen das mal. Adarjis Haus. Wir dürfen da rein. Hallo, Adarji. Warum nähert sich die Beute mir? Ich bin ganz Ohr. Was interessant ist, mag sie, mag sie, mag sie nicht. Okay, also die beiden mag sie und die beiden mag sie nicht. Was für ein mies... Meine Güte. Ihr habt meine... Das... Ihr braucht gar nicht... Das ist nicht komisch. Das erzählt nicht solchen Unfug. Das ist nicht schlecht. Leia Wien. So viele Grünhäutige hier. Sie stinken, oder nicht? Adagi trinkt das Wasser nicht. Nein, die Argonia schwimmen darin. Tja, Ausbildung. Passt gut auf und ihr könnt viel lernen. Nein, ich könnte dir was beibringen. Ausbildung. Sprecht mit Jibari hier im Ort. Er ist sehr gut, was leichte Rüstungen angeht. Viel besser als ich. Okay. Sprecht mit Jibari hier im Ort. Er ist sehr gut, was leichte Rüstungen angeht. Viel besser als ich. Interessant, dass wir jetzt die Quest bekommen haben. Sprecht mit Jibari in Leiavin. Er kann euch alles lehren, was ihr wissen müsst. In Leiavin. Ah, und jetzt ist es endlich nicht mehr... Geschickt. Endlich ausgegraut. Okay. Leichte Rüstung, Training. Man hat mir gesagt, ich solle mit Jabari in Leiavin reden, um mehr über leichte Rüstungen zu lernen. Wir haben ja eine neue Stufe, das heißt, wir könnten wieder etwas skillen. Wir haben ja mehrere. Wir haben einmal leichte Rüstung, wir haben Akrobatik und wir haben Nahkampf, haben wir schon gemacht. Ich glaube, die Quest dafür ist abgeschlossen. Deswegen würde ich gerne bei Nahkampf bleiben wollen. Sind wir auch schon fast auf 100? Wo sind wir bei leichter Rüstung? 93, okay. Und was haben wir noch? Akrobatik. Akrobatik, wo ist Akrobatik? Da, 94. Ja, ich glaube, wir machen jetzt noch ein oder zwei Level Nahkampf. Dann haben wir das auf 100. Und dann machen wir mit einer Akrobatik weiter. Das kriegen wir bis dahin. Fehlen uns wahrscheinlich nur zwei oder drei Punkte. Dann machen wir das noch voll. Und dann geht's gleich mit leichter Rüstung weiter. Na gut. Die folgt uns nicht. Sie folgt uns. Ja, wir müssen nachts wiederkommen. Bäh. So, bei diesem Wasser hier schwimmt die Argonia. Meinte sie. Oh Mann. So, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Okay. War ich hier nicht schon mal? Ja, stimmt. Da war, ich habe doch hier den einen Typen gefunden. Hier. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in dieses Haus. Jabaris Haus. Vielleicht lernen wir doch schon heute eine leichte Rüstung. Keine Ahnung. Trava. Ich bin Trava. Ich bin Lehrmeisterin der Akrobatik für Fortgeschrittene. Erwähnte ich, dass ich Hunde verabscheue. Haltet eure Hunde also von mir fern, falls sie nicht Unterricht im Fallen aus großer Höhe nehmen möchten. Wir werden sehen. Mag sie, mag sie, mag sie nicht. Mag sie nicht. Okay. Fast. Ich kann nicht wieder... Das
soll komisch. Mein, das, ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Leia Wien. Irgendein Witzbold schmeißt dauernd Fleisch in meinen Hof und lockt damit die Hunde von Necrom bis Daggerfall an. Ihr müsst noch viel lernen. Geselle. Aber nicht so viel wie du. Schönen Tag. Schönen Tag. Jabari. Was kann ich für euch tun? Ich bin ganz Ohr. Mag er, mag er, mag er nicht, mag er nicht. Okay. Gut. Das ist nicht komisch. Ihr... Verzeiht, ich verstehe nicht. Wortgewandtheit hat sich verbessert. Ihr... Das soll komisch... Gut. Das ist... Erzählt nicht solchen Unfug. Verstehe. Gerüchte. Seid ihr in letzter Zeit in die Nähe von Rosentia Galenos Haus gekommen? Stinkt fürchterlich dort. Wie verfaultes Fleisch. Ausbildung. Wenn ihr von mir geschult werden möchtet, müsst ihr mir zunächst etwas besorgen. Ich benötige einen Elfenbrustharnisch. Nichts Besonderes und auch nicht verzaubert. Nur einfach eine anständige Rüstung. Wenn ihr mir das besorgt, werde ich euch ausbilden. So sieht's aus. Okay. Ja? Nein. So. Ich muss Jabari einen Elfenbrustharnisch bringen, damit er mich im Gebrauch der leichten Rüstung trainiert. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Das machen wir. Aber nicht jetzt. Verdammt, sie folgt uns doch. Auch hier müssen wir nachts wiederkommen. Hey! Nun gut, dann... Fühlt ihr euch nicht gut? Ach doch, geht schon. Ein Grabstein. Okay. Privatgrab, so wie es aussieht. Rosentia Galenos Haus. Ach, war das nicht das, bei dem es stinkt? Gehen wir nach oben. Alle scheinen unten zu sein. Spielarten der Dedra. So. Was ist da drin?